Hallo, wir sind heute wieder da. Hallo, ich habe heute mit unserer tollen Plattform habe eine Stollen gebacken. Das ist das erste. Probieren wir, wie schmeckt das? Elko Dekorpuder haben wir jetzt bestellt. Hallo, jetzt haben wir geschnitten unsere Stollen. Jetzt probieren wir und wenn es schmeckt gut, dann bekommen Sie ein Rezept von uns. Dankeschön. Das schmeckt sehr gut. Super, ganz, ganz lecker. Jetzt bekommen Sie das Rezept von uns. Für mich bleibt nichts mehr übrig. Die hauen den ganzen Stollen weg. Die sind so begeistert. Die Sahne ist sehr lecker. Und weiter geht's mit Stollen. Und zwar haben wir uns wieder einen guten Stollenteig gemacht. Haben gut gemäht. Und jetzt stocke ich mit Teigstecker ab und rolle ich langsam so und lege meine Form, mittelgute Form, drin. Und wenn das schmeckt, dann bekommen Sie wieder neue Rezept. Wir sind von der schnellen Truppe. Wir haben unsere Stollen schon gebacken und das Rezept, das hat 500 Gramm Mehl und es gibt 24 Stollen. Also entweder Sie müssen nacheinander backen oder Sie müssen sich 4 Matten kaufen. Was natürlich toll ist, bei uns passt alles zusammen. Sie haben hier die Platte 12 auf einen Streich. Ich finde das so toll, wenn man dann die Muffins oder die Gläschen oder egal was Sie in dieser Größe backen, wunderbar auf diesen Platten servieren kann. Und die Ammann baut jetzt diese Platte zusammen, weil da kann man eine Etagere draus machen. Wir haben jetzt hier die Füßchen, die stecken wir auf eine Platte drauf, weil ab und zu arbeitet die Ammann nicht nur in der Küche, sondern sie arbeitet auch im Versand bei uns und kennt natürlich auch die ganze Technik. Und jetzt können wir dieses Teil auf das andere stellen. Und jetzt haben Sie Blatt für 24 Törtchen, für 24 Gläschen, ob süß oder pikant, und es dreht sich natürlich auch sehr schön. Wir haben diese Formen ein kleines bisschen ausgefettet und jetzt brauchen Sie nur hergehen und diese Stollen rausnehmen. So einfach geht es. Ammann, was machst du jetzt? Dann nehme ich meine Dekorzucker, Dekorpuder von der Elko und streue ich oben drauf. Dann sieht ganz gut aus. Und dann nehme ich meine Stollen mit den Muffins. Das sehe ich hier. Schauen Sie, ganz, ganz gut. Die erste Lage ist fertig und schauen Sie, wie schön sich das dreht. Und das schaut einfach toll aus. Sie brauchen die Teile nicht jeden Tag, aber wenn man sie braucht, sind sie sehr, sehr wertvoll. Ich sage jetzt Dankeschön vor allem an mein Team, die mich so tatkräftig jetzt heute Vormittag unterstützt haben. Sie haben mich abgestaubt, alles war voll mit Mehl, wie das dann beim Backen immer so ist. Und sie schauen immer, dass ich ordentlich ausschaue. Und ohne die wäre das Ganze nicht möglich. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann fragen Sie Ihre Beraterinnen. Die sind immer für Sie da. Diese Teile kommen jetzt dann in Sonderangebot. Lassen Sie sich aufklären, schauen Sie auf unsere Internetseite, schauen Sie unsere Sonderangebote an. Wir freuen uns. Hallo meine Lieben, heute seht ihr mich mal nicht in Original. Ich bin heute der Filmer und der Macher, weil mir niemand heute zur Seite steht. Und ich will euch einfach so was Tolles zeigen. Und außerdem war ich nicht beim Friseur. Morgen ist Friseurtag, okay? Ich habe jetzt schon unsere Mitti-Muffins backen lassen, 24 an der Zahl, mit einem Marmorkuchen. Das Rezept lege ich euch bei. Und ihr habt hier die Mitti-Formen, 2 Stück. Mit unserem super Drehteller kommen ins Angebot, da bringt ihr die 24 drauf. Und jetzt machen wir einfach verschiedene Muffins für die kommende Jahreszeit. Und wenn Weihnachten vorbei ist, dann macht ihr einfach für Ostern oder für Fasching. Ihr überlegt euch was. Hier habe ich meinen Streuer mit Dekorzucker und jetzt werde ich schon mal
diesen einen Muffins ein bisschen weiß machen, einfach drüber streuen. Ihr könnt es dem Dekorzucker ganz, ganz toll mischen mit Puderzucker, wenn ihr wollt. Also da würde ich hergehen, 2/3, 1/3. Und dann kann ich das Ganze dekorieren mit was ich will. Diesen Nikolaus könnt ihr natürlich ganz toll festkleben. Unsere Kunstwerke stehen da. Ist es nicht eine Freude, das anzuschauen? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Einladung, Sie haben ein Buffet, es kommt die Adventszeit, es kommen Kindergeburtstage. Das ist einfach für alle wirklich ein sehenswürdiges Programm. Und Sie brauchen nur unseres 12 auf einen Streich, unsere Midi-Silikonformen und achten Sie immer drauf im Silikonbereich. Ich habe es Ihnen schon gesagt. Bitte immer gutes Silikon. Sie sind im Silikonbereich bei uns auf der richtigen Seite. Und dieses Angebot, 2 Formen mit diesem 12 auf einen Streich, doppelsteckig, zum Drehen natürlich auch, man kann das Ganze wunderbar auch drehen am Buffet, haben Sie eine günstige Anschaffung, 50 Euro anstatt, ich glaube, um die 68. Ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß und vergessen Sie nicht, Sie brauchen Schokofondue von Elko, Sie brauchen Kuvertüre von Elko und garnieren können Sie immer nach Herzenslust. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß und denken Sie an das Angebot. Bis bald. Ciao, ciao.